Willkommen auf der dunklen Seite der Macht. Hi, hier ist wieder Jenny Kay. Und wie versprochen, habe ich euch heute eines meiner Hilfsmittel mitgebracht. Oh je. Und zwar meine sogenannte helfende Hand. Das ist so ein lustiges kleines Greifding mit einem mit einem Griff halt und dann zack, zack. Die habe ich damals nach meiner Wirbelsäulenoperation bekommen, weil das Bücken halt zum Teil nicht möglich ist und erst später wieder einwandfrei funktioniert. Wobei ich dazu sagen muss, die Operation ist jetzt schon viele Jahre her und ich kann das Teil immer noch wahnsinnig gut gebrauchen, denn gerade im Sitzen als Rollstuhlfahrer, man kommt ja auch mal oben zum Beispiel nicht dran und dann greift man halt damit ganz gepflegt nach oben und kommt auch mal oben. Zum Beispiel Klamotten aus dem Schrank ziehen oder irgendwas aus dem Küchenschrank greifen. Und was das Tolle an dem Teil ist, das hat nämlich auch noch, ich hoffe, ihr könnt das sehen, hier einen kleinen Magnet. Damit kann man auch noch was Magnetisches aufheben oder wenn möglich sogar die sogenannte helfende Hand einfach mal irgendwo dranhängen. Und ja, also die gibt es auch in verschiedenen Größen auf Rezept. Also wie gesagt, die habe ich direkt nach meiner Operation bekommen als Hilfsmittel vom Sanitätshaus, vom Stationsarzt verschrieben. Nennt sich wahrscheinlich auch Greifarm oder da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Und da gibt es auch verschiedene Größen. Also das ist jetzt zum Beispiel eine 60 cm lange Hand. Dann gibt es die in 80 und in 1 Meter und auch noch mal kleiner. Also auch für Kiddies oder halt für ja, kleine Leute wie mich. Und wer jetzt nicht irgendwie über eine Pflegestufe oder irgendeine Operation die Möglichkeit hat, so ein Ding von der Kasse übernommen zu bekommen, hat aber auch die Möglichkeit, solche ähnlichen Greifarme oder helfende Hand, wie ich sie nenne, über Amazon zu bekommen. Oder da gibt es in diesen Euroläden gibt es manchmal auch solche ähnlichen Modelle. Die sind relativ preisgünstig und erfüllen in dem Sinne auch ihren Zweck. Also, falls ich euch damit helfen konnte, das ist eins meiner Hilfsmittel. Und übrigens habe ich ihr, weil sie eine rote Farbe hat, auch einen Namen gegeben. Sie heißt nämlich Sibylle. Also heute verabschiede ich mich und Sibylle und hoffe, ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wenn es euch gefällt, Daumen hoch, bis dann, ciao.